lavender fields in the south of France. It's pretty as a picture everywhere you look. Between June and August, when the plants are in bloom, the Valenzuola Plateau turns into a fragrant sea of flowers. Each year, people from around the world visit. Some keep coming back, like landscape photographer Fabio Antonore. Ich denke, das Coole an der Provence ist genau das hier alles. Ich meine, wir haben die unglaublichen Farben hier, wir haben den Geruch, den du überall hast. Wir haben Linien, die nach irgendwo hinten gehen. Alles das, was ich liebe. Du hast irgendeinen Baum am Ende. Du kannst dir, das ist Disneyland für Fotografen. Fabio likes to share his passion with others and takes amateur photographers on guided tours through the lavender fields. The Swiss photographer has pioneered a technique that's revolutionized classical landscape photography. He superimposes differently lit shots of the same subject on top of one another to create hyper-realist images. As a result, his landscape photos look more mystical than realistic. Bei der hyperrealen Landschaftsfotografie geht es mir eigentlich darum, alle Gefühle, die ich vor Ort beim Schießen habe, in ein Bild zu bringen. Das heißt, verschiedene Momente, verschiedene Situationen, verschiedene Lichtstimmungen. Das können 2, 3, 4, 5 bis zu 40, 50 Bilder sein, um einfach das Gefühl dem Betrachter mitzugeben. It's this feeling that he also wants to transmit to the photo tour participants. Die ersten Linien sind die hier. Die besten sind eigentlich die beiden da. When it comes to framing their image, the amateurs get a little help from Werner Voska. He's been a landscape photographer for more than 2 decades and knows whether it's classical or hyper-realistic photography, the ground rules are always the same. Wichtig, gerade bei solchen weiten Landschaften, ist der Vordergrund. Weil man sieht oft Bilder, die irgendwo da hinten den Baum sehen und vorne gar nichts ist, ein weites Feld. Und hier haben wir, durch die Linien kriegen wir hier eine schöne Tiefe in die Landschaft. Wir haben hier den schönen Vordergrund mit den Lavendelblüten. Und das ist schon mal die halbe Miete für ein gutes Landschaftsfoto. The first successful shots aren't long coming, much to the delight of the tour participants. Diese Geradlinigkeit, diese Symmetrie der Felder, die einfach wahnsinnig toll ist. Dieses Blau-Lila finde ich irre schön. Dann kommt dann noch fürs Akustische dieses Summen der Bienen dazu, wenn dann die Blüten noch im Wind sich bewegen. Einfach wunderschön. Es ist immer wieder eine Herausforderung und jedes Bild ist von der Komposition eigentlich immer wieder eine tolle Geschichte. Ja? Also muss man sagen. Ne? But the popularity of the lavender fields has one big drawback. Many farmers fear for their crops. Wir sind hier auf Privatgrund. Das alles gehört irgendeinem Lavendelbauer, der damit sein Geld verdient. Das heißt, wenn ich mit einer Gruppe hier bin, muss ich schon darauf achten, dass der Lavendel bestmöglich geschützt wird. Das heißt, nicht irgendein Stativ reinstellen, nicht irgendwie mit dem Fuß rein, keine Bierflaschen oder irgendwie Zigarettenstürmer oder irgendwas rumliegen lassen. Also einfach denken, ich bin quasi im Wohnzimmer von irgendwem und ich soll es so verlassen, wie ich es angetroffen habe. The photo tour lasts for a week and the group is on the go day and night. Because in the dark, a whole new side of the lavender fields comes to light. Fabio loves this diversity, even though shooting at night can be tricky. Es sollte nicht zu viel Light Pollution sein. Wobei ich sagen muss, es ist manchmal auch sehr cool, weil wenn man nur einen schwarzen Himmel hat mit Milchstraße, ist es okay. Manchmal ist es halt schon schön, wenn es unten noch so ein klein wenig so den Glow einer Stadt hat. Whether classical or modern, in the lavender fields, everyone is sure to find their picture-perfect image.